Auf euren Wunsch hin mache ich nochmal eine kleine Übersicht zur Mitternachtsformel. Und ja, wir starten gleich. Der ursprüngliche Grund, die Mitternachtsformel einzuführen, ist die Nullstellensuche. Die Nullstellen, wissen wir, sind die Schnittpunkte mit der x-Achse. Und an sich können wir die bei einer Parabel in einer bestimmten Form sehr leicht finden. Nämlich, wenn die Parabel schon in der Nullstellenform ist, also das ist die Form, wo da steht, n1 für die erste Nullstelle minus x mal n2 minus x, weil wenn wir das ausmultiplizieren, kommt ja auch eine quadratische Funktion raus und das hier sind dann genau schon die Nullstellen, weil der ganze Term ist ja 0, wenn ein Teil 0 ist. So, das heißt, hier brauchen wir keine Mitternachtsformel. Auch keine Mitternachtsformel brauchen wir bei der Scheitelpunktform. Bei der Scheitelpunktform können wir einfach nach x auflösen, weil wir das x ja hier ohne Quadrat noch haben. Und wenn wir jetzt alles rüberstellen, also das heißt, ich rechne minus ys und durch a, dann habe ich hier nur noch x minus xs stehen zum Quadrat. Und wenn ich hier die Wurzel wiederum ziehe, habe ich hier nur noch x minus xs plus ist gleich plus minus die Wurzel von minus ys durch a. So, und jetzt stellen wir das xs noch rüber. Dann haben wir x ist gleich plus minus Wurzel minus ys durch a und am Ende noch plus xs. So, das heißt mal wieder, dass wir in der Nullstellenform und in der Scheitelpunktform die Nullstellen total leicht ablesen können. Und was uns immer, immer, immer das Problem macht, ist die Normalform. Wenn wir bei der Normalform die Nullstelle suchen wollen, müssen wir es ganz normal gleich 0 setzen. Und jetzt ist das Auflösen richtig kacke, weil wir können nicht nach x Quadrat und x gleichzeitig auflösen. Also, dass wir das lösen können, müssten wir irgendwie, was heißt irgendwie, wir müssten das hier erst in die Scheitelpunktform bringen mit quadratischer Ergänzung und dann nochmal den Weg von der Scheitelpunktform machen. Also das Ganze hier nochmal zusätzlich. Und das ist uns zu viel Arbeit. Deswegen haben wir das einmal gemacht im Hefteintrag und haben uns gemerkt, welche Gesamtformel dann rauskommt. Genau. Und das ist einfach nur diese obere Form nach x aufgelöst. Mit ganz aufwendigen Wegen, aber es ist einfach nach x aufgelöst. Und das ist jetzt unser Vorteil. Das hier oben ist zwar eine Nullstellenform, das heißt eigentlich die Suche nach einer Nullstelle, aber die Mitternachtsformel löst einfach jede Form, die so ausschaut. Wichtig beim Einsetzen ist, es wird niemals x oder so eingesetzt, gell? Sondern es werden nur diese Vorfaktoren, also a, b und c, also das, was vor dem x steht, eingesetzt. Wir machen das jetzt mal zur Probe mit einer quadratischen Gleichung. Und zwar nur x Quadrat minus x plus 2. Weil das ist verwirrend. So ist gleich 0. Und wenn wir jetzt die Mitternachtsformel einsetzen, dann ist das b die Zahl vor dem x. Und vor dem x steht hier heimlich eine minus 1. Weil minus x bedeutet ja, wir haben minus einmal das x. Das heißt, b ist minus 1. Jetzt müssen wir hier wieder minus 1 ins Quadrat nehmen, ist immer positiv. Minus 4 mal. So, hier steht nur x Quadrat. Wir setzen jetzt nicht x ein, sondern das, was vor dem x stünde, also die 1. Das heißt, 4 mal 1 mal 2. Zumindest das c können wir direkt ablesen. Durch 2 mal 1. Und wenn wir das jetzt auflösen, dann sehen wir, dass wir zwei Lösungen kriegen. Eine, wo wir das Plus einsetzen und eine, wo wir das Minus einsetzen. Schauen wir es uns an. Minus minus 1 ist 1, plus minus Wurzel. Und jetzt seht ihr gleich ein Problem. 1 minus 8 durch 2. Und wenn wir hier weiter auflösen würden, müssten wir plus minus die Wurzel aus minus 7 rechnen. Und jetzt sind wir gleich beim zweiten Punkt, den ich ansprechen will. Das geht natürlich nicht. Und das verrät uns jetzt, dass die Gleichung hier oben keine Lösung hat. Das war ja eine Frage nach der Nullstelle. Also wissen wir, es gibt keine Nullstelle. Wenn das ja aber eine Gleichung gewesen wäre, die zum Beispiel Schnittpunkte berechnet, dann wüssten wir, es gäbe keinen Schnittpunkt und so weiter. Das bedeutet, die Wurzel verrät uns im Endeffekt, wie viele Lösungen es gibt, also wie viele Nullstellen es gibt, wie viele Schnittpunkte es gibt oder einfach allgemein, wie viele Lösungen hat diese Gleichung hier oben, von der wir, ja, die wir auf irgendeine Art bekommen haben können, fertig. Und deswegen gibt es drei Möglichkeiten.
wenn der Radikant ist das, was unter der Wurzel steht, negativ ist, wissen wir keine Lösung. Das heißt, ich schreibe mal hin, einfach ganz abgekürzt, minus b plus minus Wurzel durch 2a. So, und wenn hier was Negatives steht, daraus folgt 0 Lösungen. Wir korrigieren es. Wenn hier genau 0 steht, wissen wir, dass die Wurzel von 0 wieder 0 ist. Also haben wir hier minus b plus minus 0. Kommt also zweimal dasselbe raus. Das heißt, dann hätten wir genau eine Lösung. Und wenn der häufigste Fall ist, dass das positiv ist hier drunter, dann wissen wir, aha, wir haben also eine Wurzel, von die nehmen wir einmal plus das minus b und einmal minus das minus b. Da kommen zwei unterschiedliche Sachen raus. Also gibt es dann zwei Lösungen. Mehr steckt tatsächlich nicht hinter der Mitternachtsformel. Und ihr merkt euch einfach Folgendes, wann ihr sie verwendet. Ihr verwendet sie immer, 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 wenn ihr eine Gleichung habt, in der x² und x vorkommt. Die kann ausschauen als x² plus 1 ist gleich x minus 2. Weil, wenn ihr das x, wenn ich hier jetzt nach x² auflösen wollt, schafft ihr es nicht, weil dann das x immer auf dem Weg ist. Und umgekehrt, wenn ihr nach dem x auflösen wollt, schafft ihr es auch nicht, weil dann das x² immer im Weg ist. Die kann aber auch die Form haben, 1 durch x plus 1 ist gleich x. Weil, um das x auseinander zu kriegen, müssen wir mal x nehmen. Und dann steht hier 1 plus x ist x². Und zack, haben wir wieder x und x². Und wir können hier nicht auflösen. Und jedes Mal, wenn ihr in so einer Situation seid, geht ihr her und sagt, okay, normale Lösung geht nicht. Richtig, die Mitternachtsformel. Und dass ihr die anwenden könnt, muss eben die Funktion so ausschauen, dass ihr nach 0 aufgelöst habt. Das heißt, ihr stellt alles auf eine Seite. Wir machen es an diesem Beispiel. Zack. Das heißt, wir setzen das x rüber mit einem minus x und die minus 2 rüber mit einer plus 2. Und dann haben wir x² minus x plus 3 ist 0. Und hier können wir sie einfach wieder einsetzen. Das heißt, x1, 2 ist gleich... Der Vorfaktor hier ist wieder minus 1, also ist ganz ähnlich wie oben. Ach, und sie wird wieder keine Lösung haben, das sehe ich jetzt schon. Also, wir machen es einmal zur Probe. Minus, minus 1, plus minus Wurzel. Dann haben wir hier nämlich wieder die minus 1 zum Quadrat ist 1. Und dann haben wir hier minus 4 mal 1 mal 3, also minus 12. Dann haben wir da drin schon minus 11 und sehen, dass es nicht geht. Gut. Ich hoffe, ihr habt es jetzt verstanden. Wer noch Probleme hat, ist es natürlich total okay, weil ihr müsst es euch alleine aneignen. Aber dann kontaktiert mich nochmal über AlphaView. Wie gesagt, ich bin am Freitag extra nochmal von 10 bis 11 nur für euch online. Oder schreibt mir über Wire und dann machen wir das nochmal gemeinsam, einfach zu zweit ganz genau. Dann sehe ich, was eure Fehler sind und so kriegen wir es sicher hin, weil die Mitternachtsformel, die kann jeder auswendig lernen und kann damit so viele Aufgaben lösen, dass ich möchte, dass jeder danach hier aus dem Unterricht geht und sagt, okay, Mitternachtsformel ist kein Problem. Also macht's gut und bis morgen.